Schlage zu. Ach, das ist deine Verwandlung. Supi. Schwerter statt Wörter. Kannst auch hier Klassenzauber oder so. Nee, auch nicht. Micht und Bo. Konnte Minsk. Konnte Minsk nicht mal minimal buffen? Ja? Nur ja, was gut. Ist nun los? Nomen kann, aber da bin ich recht sicher. Ich hoffe übrigens, Jahera war nicht die mit der Haste. Das wäre nämlich ein bisschen unangenehm. Haste war nämlich immer verdammt gut. Rindenhaut kannst du mal auf dich selbst machen. Der kann nicht zaubern, die auch nicht. Ich helfe, wo immer ich kann. Du machst mal. Was haben wir denn noch so buffiges? Steinhaut. Gut. So, weiter im Text. Babam, babam. Rüstung des Glaubens. Gnome kann auch noch. Habe ich irgendwas, was 4 ableitet? Gesang. Gesang war, glaube ich, auch ein Gruppenbuff. Gut. Stärkung. Segen war, glaube ich, auch Gruppe. Ich mache erstmal die Gruppensachen raus. Und ich werde angreifen. Lähmung aufheben, das ist gut zu haben. Tote beleben, mittelschwere Wunden, Magie bannen, Furcht bannen. Das ist schon mal gut zu haben. Ich weiß nicht, ob das ein Buff ist oder. Ach, versuchen wir es einfach mal. Gut, Anom hat wohl schon dann seinen Zauber benutzt. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Immunität gegen Zauber. Ah, geht das nur auf einen? Ja, es geht nur auf sie. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Das wäre ein bisschen zu overpowered. Feuerschild können wir aber mal machen. Auf. Geht auch nur auf dich, okay. Ich höre euch bestens. Luftdiener. Gerechte Magie, kritische Wunden heilen. Ui. Lähmung aufheben, Tode beleben. Entschuldigung, ich muss halt mir wieder Zauber durchlesen. Ist schon eine Weile her. Schutz vor Bösen ist vielleicht auch nicht die schlechteste Idee. Mal auf Minsk. Gut, Quicksave und jetzt versuchen wir es einfach mal. Ja, ich kümmere mich drum. Feuerschild sieht schon ziemlich fett aus. Ich brauche einen Schluck starkes Feuer. Jo, ich wette, das brauchst du. So, Eri, du kannst jetzt gleich mal damit beginnen, den Feuerball in deren Reihen, wenn möglich, zu feuern. Jetzt mal Hand hoch, Kinder. Wer möchte als erster sterben? Ist übrigens der beste Spruch überhaupt. Oh Mann, das ist ein Caster. Der Caster kriegt jetzt, wenn es geht, auf den Sack. Fuck! Oh, ist mein stärkster Heilzauber. Doc wird gerade vollkommen zerschossen. Da ist er. Ich warte. Du läufst mal ganz schnell weg. Fuck! Okay. Egal, Quicksave haben wir direkt davor gemacht. Ich weiß, es ist immer ein bisschen nervig, aber hey, so läuft das nun mal. Ich mag's gerne etwas glänzender. Euphemismus? Ja, nein, keine Ahnung. Egal. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dieses Let's Play zu gucken, dann wisst ihr, wie es läuft. Trau mich nicht. Ich brauche einen Schluck starkes Zwergenbier. Gut. Feuerball war eigentlich ein ganz schöner Eröffner, glaube ich. Wo ist er hin? Da ist er. Gut, und jetzt, was haben wir hier? Aha, Zoll, okay. Das sagt mir alles nicht viel. Ich könnte mal versuchen, was passiert, wenn ich einfach mal auf den ersten gehe. Obwohl ich leider befürchte, dass das nicht so viel bringt. Egal, versuchen wir es mal. Meine Laune ist schon fest genug, auch ohne euch.
Meine Hoffnung ist nämlich, dass die jetzt alle nicht in Reichweite sind oder so. Wenn du hilfst, so wie du kannst, dann heil mich doch mal. Ich frage mich, warum es in letzter Zeit öfter mal ein bisschen stockend wird. Gut, einer ist tot. Okay. Also an meinem Rechner liegt es nicht, sagen wir so. Das kann ich ziemlich versprechen. Weil ich nehme jetzt an einem noch besseren Rechner auf als damals. Okay, Lähmung aufheben habe ich. Es dürfte Minsk mal wieder sein. Sweet fuck! Muss jetzt gerade mal gucken, was dem so viel Schaden gemacht hat. Okay. Die machen wohl generell sehr viel Damage bei Minsk und alle zielen wohl gerade auf den. Das Problem ist, ich habe niemanden mehr zum Wiederbeleben. Und ist noch was ganz. Ach, fuck. Der arme Doc wird gerade zerlegt. Ja, das ist es. Kannst du noch Lähmung aufheben? Nee, hast du schon. Okay. Ich fürchte, musst du aber auch nochmal heilen. Chip, chip. Okay, das ist ein harter Kampf. Sind schon zweimal Leute tot. Ich glaube nicht, dass das noch was wird. Ich meine, selbst wenn, ich glaube nicht, dass ich die wiederbeleben kann. Ich glaube, die komme ich gar nicht dran, weil die in so einer Angstblase ist. Ich finde es gut, dass Messi und Eri noch absolut unverletzt sind. Ja, Nedo. Da müssen wir nochmal. Ich glaube, das versuchen wir nochmal. Vielleicht zwei Feuerbälle rein? Versuche es wert, nehme ich an. Warum gehen wir nicht hin und betteln? Das da drüben, einfach nieder. Ich hoffe, das bricht. Vielleicht können wir die auch ein bisschen kiten oder so. Also vielleicht probieren wir doch mal so. Wir schicken Eri mal vor. Mhm. Ich brauche einen Schluck starkes Rögenbier. So. Meine mich jetzt so, dass Dian hoffentlich einen Feuerball reinkriegt. Und jetzt läufst du ganz schnell weg. Sag mir, was zu tun ist. Winsele. Winsele auf Gnade. Da kann ich jetzt hoffentlich noch einen Feuerball reinfeuern. Haha, Feuerball reinfeuern. So funny. Sollte schon mal ordentlichen Schaden gemacht haben, beziehungsweise auch vielleicht verletzt sollen eben. Oh, schon verletzt. Schwer verletzt. Verletzt. Schwer verletzt und verletzt. Okay, nice. Magier niemals unterschätzen. Die sind einfach Crowd Control. Komm. Ist er jetzt endlich tot? Okay. Jetzt schnell auf den Caster ohne Schild. Eri, schnell mal gucken. Hast du noch was Angreifendes? Ja, guten Säurepfeil, warum nicht? Macht jetzt nicht übelst viel Schaden, aber immerhin. Zaubert versagt. Gut. Dann kannst du versuchen, schnell Keldorn zu heilen. Ach Gott, die beiden sind gestunt. Nein, Stun ist gerade gar nicht gut. Das kannst du gerade nochmal machen. Und der Rest der Welt darf dann weiter zuschlagen. Und Doc ist gleich tot. Problem ist, das auch gestunt. Ja. Okay, das läuft aber schon definitiv besser.
dem Tode nahe. Scheiße. Gut, aber so mache ich das jetzt. In der Theorie sollte das klappen. Wenn es wirklich zu lange dauert, dann schneide ich das schnell raus. Wollt ihr nicht auch ein bisschen metzeln? Ja. Los jetzt, rein schneller ins Blutbad. Als Chick-Ticker, schnell Pratze. Mhm. Schneller als Chick-Ticker, Kackpratze. Schnell den Feuerball. Da, 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 da. Und weg geht's. Wir werden keine Spalte unerforscht lassen. Ahohoho. Arme Eri. Das tut so weh. Das glaube ich dir. Gut. Sag mir, was zu tun ist. Das Gute ist tot. Okay. Keldorn heilt Minsk. Eri geht dahin. Und castet den zweiten Feuerball in die Gruppe von denen da. Wenn ich ein bisschen ruhiger bin, tut mir leid, ich muss nachdenken. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an, fürchte ich. Wird Minsk jetzt endlich mal geheilt? Danke. Ah, meine Fresse. Der Mann fürs Grobe, den müssen wir eigentlich nicht so direkt töten. Wer ist mit dem Schwerverletzten da hinten? Doc dreht mal eine Runde zur Seite. Ich könnte eigentlich mal wieder einen Heiltrank nehmen. Wollte ich öfter mal machen. Okay. Gehen wir mal auf Zoll. Den anderen ist nämlich in ihrer Bubble. Und da kann ich gerade nicht viel dran ändern. Doc darf wieder einen Trank schlucken. Die hauen einfach zu viel Schaden auf einmal raus. Alle auf Zoll wieder. Wie hat's den Keldon jetzt zerschossen? Guck doch mal, wie viel Schaden die machen. Das ist doch einfach. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder. Nein, nicht das. Ich glaube, ich schneide das alles in einen Part, damit die Leute es angenehm skippen können. Ich weiß gar nicht, ob ich die wiederbeleben kann. Und Eri ist tot, ha? Ja, nee. Tut mir leid. Bisschen, keine Ahnung. Ich hab Spaß dran. Ich weiß nur nicht, ob das so unterhaltsam zum Zugucken ist. Ich weiß ja nicht, was ihr so alles vom Leben erwartet. Aber ich als Schwert bin in meinen Wünschen ja ziemlich festgelegt. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. Ich versuch die mal hier neben in den Gang zu manövrieren. Ich helfe, wo immer. Und dann geht es vielleicht besser. Ich werde es tun. Kann ich das schon losschicken, bevor die praktisch überhaupt angefangen haben? Ich brauche einen Schluck starkes Röhrenbier. Na, dann mal los. Weg hier! Lauf, Eri, lauf! So, jetzt noch eine Magic Missile oder so casten. Und Säurepfeil, soll mir auch recht sein. Ich warte. So, Eri castet jetzt auf den zweiten Feuerball dazu den anderen. Ich muss den mal alle auf den schicken, tut mir leid, muss ich Eri jetzt zwar nochmal die Anweisung geben, aber egal. Ja, es ist wirklich irgendwo ein bisschen aufregend. Ja, cast einfach mal dahin.
Kill den schnell. Ich habe immer das Gefühl, obwohl die zwar alle schwer verletzt sind und so, dass ich denen keinen Schaden mache. Vielleicht kann Messi den schön mit dem Pfeil killen oder so. Okay, der ist tot. Schwer verletzt, verletzt, schwer verletzt. Oh ne, der hier ist ein Caster, definitiv. Da ist die Hexe. Den Typen habe ich, glaube ich, gerade zerlegt. Dann auf den Schwerverletzten. Erik kann mal schnell Keldorn heilen. Nicht laggen, Spiel, nicht laggen. Wie viele sind gestunt? Schnell heilen. Als Keldorn. Wenn es geht, kann Doc dem vielleicht auch mal. Es geht, er ist gestunt. Wieder ein Zauber hat versagt. Ach, Bitch, komm schon. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich bin bereit. Und jetzt ist Doc tot. Oh Mann, ich hätte das geschafft. Die mit ihren verdammten Stunt-Spells. Aber wie soll ich die denn noch schneller machen? Das geht gar nicht. Jetzt vielleicht. Schneller als Chick-Ticker, schnell pratzen. Ja, ist gut. Ich kann es echt nicht mehr hören. Das Schlimme ist, ich habe ja auch noch Spaß dran, aber ich weiß, das ist zum Zuschauen furchtbar. Ich brauche einen Schluck starkes Röhrenbier. Das wird 100 pro die Sache wert sein. Die werden so eine geile Belohnung dabei haben. Zumindest rede ich mir das jetzt gerade ein, dass es das wert ist. So, Leute. Hey, Reh. Ich helfe, wo immer ich kann. Kannst du schon mal dahin gehen? Okay, was für Angriffsspells habe ich noch? Verschwimmen, damit sie nicht getroffen wird. Ich kann auch versuchen, so ein Luftelementar zu beschwören. Ja, Leute, ihr müsst auch angreifen, ne? Problem ist, ich habe den zweiten Feuerball noch nicht draußen. Na, gucken wir mal. Oh, und Doc kriegt übelst auf den Sack. Ist jetzt schon verloren. Weil meine Heilerin gerade beschäftigt ist. Warum stoppt das denn so? Was kann ich tun? Was ist nun los? Okay, du kannst mal kritische Wunden heilen auf Doc machen. Ich verstehe den Luftelementar nicht. Oh, natürlich ist der Zauber gescheitert. Jedes Mal, wenn ich was brauche. Natürlich, das liegt daran, dass die Infights sind. Nein, nicht bewegen. Ich. Oh, diese Drecks. Was macht der Luftelementar? Ernsthaft, was macht der? Muss ich bei Eri den angreifen lassen oder was? Der schwebt da nur rum und tut nichts. Ziehen wir mal Keldorn ab. Eri, kannst du noch heilen? Ja. Heil mal Keldorn. Anomen kann der noch heilen? Ja, der halbe Doc. Ah, jetzt macht der Luftelementar was. Supi. Luftelementar ist ja auch nur ein Meat Shield. Ich glaube, es sind nicht mal alle mitgekommen. So.
Okay. Heilzauber. Habe ich hier kleine. Gut, muss reichen. Erstmal Doc, weil wenn Doc drauf geht, ist vorbei. Die müsste noch einen dicken haben. Hat sie auch. Dann auf Keldorn. Ich hab meine Konzentration verloren. Ich brech zusammen, ey. Luftelementar, geh doch mal vor. Späh das mal aus. Ich warte. Ich bin mal vorsichtig, optimistisch gerade. Trotzdem halte ich den Doc mal zurück. Ich glaube, die andere hat sich gerade nur unsichtbar gemacht. Und jetzt alle auf die hier und Doc weg. Beweg dich. Den kann ich nur mit Zaubern gerade angreifen, solange die in ihrer Bubble ist, glaube ich. Eri? Eri? Tu irgend... Warum macht die KI nicht, was ich jetzt sage? Zauber nicht aufgeführt, was? Unsichtbar Geschöpfwesen oder Wirkungsheilung und Heiligtum können nicht... Okay. Ja, da muss ich wohl einfach hoffen, dass das gleich ausläuft. Na, geht doch. Oh, ey, was ein Krampf. Aber es hat geklappt.